Komischer Himmel. Okay. Dann zeig ich mal her. So, jetzt öffnet sich bestimmt wieder so ein Gegner-Ding. Klar. Ja, ich glaube, der kommt bis zum geht nicht mehr welche, ne? Aber das ist ja gar nicht mal so schlimm. So, was wollte ich denn jetzt hier machen? Den hier, ne? Höchststufe von Waffen erhöhen plus einmal. Ja. Gemeinschaftsprojekt mit der Schmiede. Das Zeug, das die Schmiedengilde so raushaut, ist gar nicht mal übel. Ich habe noch nie mit ihnen gesprochen, aber jetzt ist möglicherweise die Zeit für ein Gemeinschaftsprojekt gekommen. Ja, her damit. Bravo. Das Königliche Institut. Jetzt arbeiten wir Hand in Hand und das für starke, schwierige Hände, das sind die nun die besten Waffen herstellen, die du hier gesehen hast. Okay. Jetzt können wir jedenfalls die Höchststufe erhöhen und hier brauchen wir 3. Verborgene Siege können entfernt werden. Das bringt mir aber nichts. Das bringt mir halt echt wenig. Klingt das dann, wenn ich das schon machen kann? Moment, die konnte ich schon die ganze Zeit machen. Ah, das war die andere Berichte, muss ich machen. Zielgerichtetes Zerlegen. In antiken Forschern analysieren für Relikte, die wir daraus ausgegraben haben und verwenden sie für andere Dinge. Was ich damit sagen will, je mehr Proben wir in den Händen bekommen, desto besser. Hier. Jetzt können wir aus antiken Relikten mehr Materialien für Forschung und Entwicklung gewinnen. Das heißt dann wohl, dass wir noch mehr zu tun haben werden. Größte Chancen auf antike Materialien. Ist doch eine schöne Sache. Was fehlt uns da? Wächterklaue. Okay. Das sehe ich schon, da kriegen wir eine neue Waffe anscheinend. Achso. Leere Magen forscht nicht gern. Antike Maschinen sind erstaunlich effizient. Aus wenig Materialien machen sich jede Menge Energie. Wenn auch wir mit wenig Nahrung auskommen könnten, da fällt mir ein, ich habe Hunger. Maxi-Edeltrüffel brauchen wir. Okay, und Materialienbericht. Wir können Nahrungsmittel in derselben Qualität wie sonst nur mit weniger Zutaten stellen. Ich wünschte nur, dass Pura mein Magenknurren nicht so laut hören gehört hätte. Okay. Oh, und da müssen wir beide für freischalten. Äpfel zu jeder Zeit. Mit knurrendem Magen in der Schlacht zu ziehen ist keine gute Idee, nicht wahr? Hilf mir bei der Fortschritt, dann ist dieses Problem ein für alle Mal Geschichte vielleicht. Ach, warte mal. Ach, Äpfel vielleicht. Ah, die Äpfel sind ja dafür da, dass man im Kampf erhöht wird. Okay, jetzt. Okay, dann kann ich die vorher schon kaufen, bevor ich in die Schlacht gehe und da welche suchen muss. Das ist auch eine Idee. Okay, jetzt checke ich das erst. Eine Funktion des Shika-Steins ermöglicht es nun, dass die königliche Familie von Hyrule uns an jedem Ort mit Vorräten beliefern kann. Leider nicht umsonst, aber immerhin. Ach, in der Schlacht vielleicht auch? Eine Sache. So. Stärke Heilung durch Röstäpfel? 23 Rabatt auf Äpfel. Ja. So viel ist das hier gar nicht, ne? Aber ich glaube, das wirkt zwar nicht viel, aber um da halt überall dran zu kommen, ne? Ist das schon eine Menge, weil wir müssen ja, echt viele so Aufgaben machen. Danke. Bitte? Okay. Na, guck mal, jetzt haben sich neue Sachen geöffnet. Ja, dann gucken wir mal, ob wir schon was Neues machen können. Genau, Linkswaffe, da wollte ich einmal schauen, ob wir da noch mal ein bisschen ordentlich draufhämmern können. Moment, ich will kurz was nachschauen. 98 bei Stufe 8. Nee, der ist stärker. Ich denn hier so komische Sachen nur. Okay. Alles klar, Link haben wir jetzt auch voll. Also den haben wir wieder voll gemacht. Ja, ich musste auf den 70er warten. Jo.
Oh, ich habe was vergessen. Nee, wir hatten nichts mehr draußen. Genau, und ich wollte einmal ganz kurz beim König gucken, weil der hat ja jetzt ordentlich dazu gekriegt. 76. Schaden gegen Gegner mit Statuseffekten plus 13. Effekte durch das Element Eis reduziert. Schaden gegen Gegner mit Statuseffekten. Das ist eine gute Sache. Okay, das ist dann wieder so ein Fall für leveln wir mit anderen Sachen auf. Also sieht jetzt schon gut aus. So. Okay. Ich glaube, für Daruk haben wir auch echt gute Waffen jetzt gekriegt, ne? Der ist viel stärker. Den kann ich jetzt schon, also den kann ich jetzt schon da reinballern. Ja. Und da kann ich nochmal kurz schauen, ob... Ja. Schaden durch normale Angriffe, rauf damit. Und jetzt gucke ich nochmal, ob ich da noch... Boah, der hat echt gute Sachen. Und die habe ich dem nie da drauf geschmissen, ne? Aber ich benutze Daruk ja auch so gut wie gar nicht, ne? Also... Eigentlich auch unnötig. Eigentlich. Okay. Ist nochmal soll den hier zum Beispiel trainieren. Den Lümmel. Oder ihn hier. 70. Schaden durch starke Angriffsstation. Wenn jetzt schon mehr Schaden. Ach nee, warte mal. Auf Stufe 4. Okay, lassen wir. Naja, egal. Zum Entrosten hatten wir nichts. Verkaufen brauchen wir auch nicht. Okay. Dann machen wir mal die nächste normale Mission. Aber dann nehmen wir nicht ihn. Da würde ich, glaube ich, sogar wirklich wieder Impa nehmen. Königliche Beraterin Impa, bereit. Genau. Ach guck mal, da können wir tatsächlich Äpfel kaufen. Okay. Das sieht schmackhaft aus. Mhm. Köstlich. Gut. Dann schauen wir mal, was diese Schlacht zu bieten hat. Oh. Und immer schön strecken. Boah, ich werde wieder müde, ne? Ach, ich krieg auch echt Hunger. Nee, noch gar keine Ahnung wegen Essen. Wie gesagt, entweder mache ich mir wirklich so einen Ofenkäse oder Pizza oder auf jeden Fall gibt es die Tage auch nochmal selbstgemachte Pizza, die mache ich mir aber nicht heute, da habe ich heute gar keine Lust drauf. Ach, sowas. Die Datenerhebung beginnt jetzt. Ich bitte darum, eine Anweisung unbedingt zu... Lande perfekte Ausweichmanöver. Aua. Mit Stasis könnte ich. Er ist doch bescheuert hier.
Scheiße. Hä, wieso kriegt der denn trotzdem Schaden? Ja, toll. Hä? Warte, den denn her? Okay, einen haben wir. Ja, komm. Mhm. Der einen mit dem Kopf trotzdem noch verfolgt, ne? Oh, ey, jetzt bin ich aber ausgewichen. Okay. Warum ist der so langsam gerade? Okay. Och Mann, da kann man ja mal am besten ausweichen. Bin auch wieder müde, war noch ein... Okay. Duschen ausruhen. Ja, dann mach das mal. Kann man aber auch heute an einem Sonntag, glaube ich, ganz gut machen. Okay, den Angriff kann ich auch noch nicht. Aua, ey! Ach Mann! Irgendwie will das nicht. Meine Äpfel sind weg. Aua. Hey. Hey. Na komm. Nee, hat wieder nicht funktioniert. Ach komm, ich drücke jetzt die ganze Zeit den Ausweichknopf, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Nee, will nicht. Ach, das ist doch Kacke. Nee. Der will nicht ausweichen. Moment. Schlachtverlauf. Kann ich die Schlacht irgendwie... Schlacht abbrechen? Ja, machen wir. Dann haue ich mir gleich so einen extra Gegenstand rein, dass das besser, einfacher wird. Boah. Ja, sorry, dass es so langweilig gerade ist. Boah, ich hoffe, die Schlacht gleich wäre ein bisschen entspannter. Nein, nicht entspannter, wäre ein bisschen anspruchsvoller. Okay, Moment. So. Irgendwas zum Ausweichen brauchen wir hier. Oder warte mal, was... Steht da irgendwie ein Text oder so? Manchmal steht da ja ein Text. Robela hat sich ganz der Erforschung und Kampffähigkeit verschrieben. Setzt du ihn an gewissen Fähigkeiten in Kampf ein und treibe damit seine Forschung voran. Okay. Da, Chancen auf Ausweichen. Das sieht schmackhaft aus. Köstlich. Okay. Ich will trotzdem kurz... Na, wir gehen erstmal hin. So, und dann schauen wir mal. Kann sein, dass danach noch irgendwelche komischen Sachen gemacht werden müssen, aber hey. Ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffe ich mal. Ich habe übrigens heute die Thumbnails endlich fertig gemacht für Metroid Fusion. Also, ja, es waren schon Thumbnails drin, aber das waren nur die Roh-Thumbnails ohne Nummern dran. Ja, und jetzt haben die endlich die Nummern dran, deswegen Nummer 1 und 2 sind ja schon raus, 16 Uhr kommt Nummer 3. Claro.
Dieses Auge, ne? Ja, das hat schon mal nicht geklappt. Das hat auch nicht geklappt. Okay, hat geklappt. Mit dem Schmetterangriff. Oh, was ist mit dem denn jetzt los? Jetzt flippt er aber komplett aus. Das Problem ist nur... Ah, es hat gereicht. Okay. Nächstes wäre da was? Dann perfekte Ausweichmanöver. Ja, toll. Okay, einen haben wir geschafft. Ja, komm. Aua. 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 Das ist doch kacke. Das ist einfach langweilig. Aua, hey. Okay, zwei. Okay, ich versuche jetzt, dass er die ganze Zeit irgendwie Feuerbälle schießt oder sowas. Oder sowas. Okay, wir müssen noch einmal ausweichen. Wir müssen ihn noch einmal ausweichen. Auch schön. Ja, komm. Los. Okay. Mit einem Spezialangriff auch noch. Okay. Das heißt halt so oft einen Spezialangriff spammen, bis der einfach down ist. So. Boah, also die Mission war echt kacke und langweilig und diese Geister. Okay, schön. Ja. Ach ja. Siege 100 gegen meinen Feuerstab auch noch. Okay. Kommt immer mehr dazu, ne? Ich glaube, ich mache den Ton mal ein bisschen lauter. Ich weiß nicht, ob das so...
Ja, ich sehe die ganze Zeit nicht da auf die Tonanzeige. Muss ich mal eher gucken. Mehr gucken. Es ist wieder Blutmond, aber es ist uns wieder egal. So. Eine Gefahr hat sich verflüchtigt. Okay, und trotzdem öffnet sich wieder eine Gefahr, ne? Ach so, das meine ich mit verflüchtigt, weil da oben war eine. Okay, jetzt ist die... Ah, der Ton ist super. Dankeschön. Und hey, Fluffy! Na? Wie geht's? Sichtungsinformation. Nichts. 78. Dann nehmen wir doch mal... Boah, die sind alle echt nicht so... Ne? Ich werde diese Kraft zum Wohle aller nutzen. Mhm. Komm, wir nehmen mal direkt alle. Auf geht's. Mir geht's auch ganz gut. Bisschen müde, bisschen hungrig. Aber sonst eigentlich alles super. Ja, wir spielen heute das Hyrule Warriors DLC Pack 1, beziehungsweise das erste große Pack, das riesige Pack, das kommt hier Ende diesen Monats und bevor das halt kommt, würde ich das gerne durchspielen. Lustigerweise habe ich schon zum Hauptspiel gesagt, ich würde es gerne durchspielen, bevor das Pack kommt, das erste DLC-Paket. Habe ich auch super geschafft. Aber naja. Und auf YouTube hat es auch ewig gedauert, bis es hochgeladen wurde, weil da auch irgendwie zeitlich nichts gepasst hat, wie ich eigentlich wollte. Aber naja. Ey, den habe ich ja gar nicht gesehen. Und ja. Ah, da ist ja der Bot. Ich finde das gut, dass jetzt der Bot immer fragt. Da muss ich nicht immer wegen Ton und so fragen. Jetzt gucke ich mal öfters da drauf. Ja, ein bisschen leiser würde schon gut sein. Ne, ich habe immer so eine Markierung und wenn die überschreitet wird, dann ist das nicht so schön. Überschritten wird. Das ist richtig. So, dann sitzt man den mal klein. Nein, das war ein bisschen zu viel. So ist gut. Und wie sieht's bei euch essenstechnisch aus? Also bei mir gab's gestern und heute Mettbrötchen. Und ich habe noch einen Donut übrig. Ich habe, wir waren Donnerstag einkaufen, deswegen habe ich ja Donnerstag nicht gesehen, hatte ich ja schon vorhin erzählt. Und die Sache ist, ey. Ach stimmt, man kann genau bei den Kleinen ausweichen, habe ich schon ganz vergessen. Und ich habe so reingehauen, ne? Aber ich muss sagen, es war auch gut, weil ich hatte halt nicht mehr viel zu essen. Also beziehungsweise nichts mehr, wo ich jetzt sagen kann, okay, daraus kann ich jetzt eine Mahlzeit machen, sondern da hat immer irgendwelches Zeug gefehlt oder so. Und ja, ich weiß nicht, ich habe halt echt viel gekauft. Ich weiß nicht, was ich alles gekauft habe. Aber es ist gut so, sag ich mal. Toll, Zelda. Hat auch super viel jetzt gebracht. Ich wollte den damit wegkriegen, aber hey. Aua. Ich sehe den nicht. Ich habe mir jetzt auch... Ich weiß gar nicht, haben wir im Stream drüber geredet? Oder wo? Oder habe ich da auf der Arbeit drüber geredet? Ich habe mir Chai Latte Tee gekauft. Ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich darüber geredet und dann wollte ich das auch probieren. Und die hatten das tatsächlich im Angebot gehabt, genau an dem Tag. Ja, dann habe ich mir das mal gegönnt. Aber ich habe es noch nicht getrunken, weil Milch ist bei mir immer so ein Problem, auch wenn das eher Pulver ist. Also ich weiß nicht, wegen Laktose halt und so, also... Auf Arbeit wahrscheinlich. Ja. Dann wird es auf der Arbeit gewesen sein. Wie haben sich jetzt meine Herzen hochgestuft? Okay.
Ich weiß nicht, auf der Arbeit war halt, aktuell ist da echt viel Krummquatsch. Ich muss sagen, es ist halt echt entspannend aktuell. Ein Ivarok. Ein böser Ivarok. Ein unzerstörbarer Schild-Ivarok. Ja, der macht schon Schaden. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Auf der Arbeit ist aktuell nicht immer viel zu tun, weil dort meist Materialien fehlen. Um es so mal zu sagen. Gestern wurde ich von meinen Eltern beim Griechen eingeladen und heute kochen wir Kartoffeln und Rosenkohl. Oh, ich wollte auch jetzt Rosenkohl kaufen, aber ich war mir nicht so sicher, ob ich das essen möchte. Weil es ist zu lange her, dass ich Rosenkohl gegessen habe, bevor ich das halt esse und dann mag ich das nicht. Aber es wäre eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen. Nee, die hatten da so Blumenkohl gehabt mit, aber das war auch gar nicht im Angebot, also wäre das egal gewesen. Mit, was war das nochmal? Mit so einer Sahnesoße oder so. Ich mache sonst Blumenkohl, also ich nehme auch gefrorenen Blumenkohl so, aber ich koche den dann halt und dann mache ich mir eine Soße selber dann dazu. Meist ist das dann halt eine Soße Hollandaise oder sowas. Und das stampfe ich dann in den Kartoffel fertig. Und ich habe mir auch Sauerkraut gekauft, ne? Also beim Griechen echt essen würde ich auch mal wieder gerne. Ich auch schon ewig nicht mehr. Und, war lecker? Ja, Kartoffeln, ne? Ich habe mir auch einen Sack Kartoffeln direkt wieder geholt. Ich hatte keine mehr. Keine Kartoffeln im Haus, ne? Das kann ja nicht wahr sein. Nee, ich habe ja schon überlegt mit dem Sauerkraut. Ich mache das so, dass ich, Pizza machen werde, selbstgemachte. Und ich mache gerne, esse gerne Pizza mit Ananas. Ja, so einer bin ich. Und ich werde dann halt, weil ich immer Ananas übrig habe, werde ich die dann einen Tag mit dem Sauerkraut zusammen anbraten. Oder in einem Topf halt packen. Und dann zum Beispiel dann Kartoffeln und ich weiß gar nicht, ich habe mir vegane Nuggets auch gekauft. Und ich habe mir solche Hähnchenschnitzel geholt. Die sind, das sind wie die auf so schicken Burgern. Diese, ich will jetzt nicht unbedingt, ach komm, ich sag's, wie diese McChicken-Dinger da, ne, bei Mc's. Genauso sehen die halt aus. Und meine Mutter meinte, die sind halt mega lecker, wenn man die auf so Burgerbrötchen oder so macht. Und ja. Da bin ich halt am gucken mal auch die Tage. Also ich habe wirklich, also ich habe bestimmt für 2 Wochen und jetzt kommt das Allergeilste, ich habe immer noch Geld. Also letzten Monat habe ich auch einen riesen Einkauf gemacht. Nicht so einen großen, aber ich habe einen großen Einkauf gemacht. Aber ich hatte dann kein Geld mehr übrig. Oh, da musste ich echt gucken, auch mit Essen und so, dass ich genug habe und alles. Aber das ist diesen Monat absolut gut. Das Problem ist halt nur, ich muss noch das nächste Lego-Spiel oder will das nächste Lego-Spiel kaufen, das wir streamen werden. Da muss ich halt noch gucken und ja. Lecker Schnitzel wieder ab mit Pommes und Krautsalat und Tzatziki. Oh, wollen den ausprobieren, bevor wir am 23.10. dort essen gehen. Mein Vater wird 60 Jahre alt. Ah! Ja, das ist doch geil. Warte. Ich finde das irgendwie so lustig, weil beim Griechen, da gibt es meist wirklich, also wenn ich beim Griechen essen gehe, gibt es fast immer Gyros und Pommes. Also immer so eigentlich so Pommes mit irgendwie sowas anderes. Also. Finde ich immer total lustig. Ich kannte mal einen Laden. Der war richtig geil. Da war ich immer mit einem Kollegen und der hat hauptsächlich, also Hauptsache war Schnitzel, aber die Burger und so. Also der hat auch Döner und Pizza und das war alles scheiße lecker. Und wir kennen einen, das ist ein türkischer Laden, der hat sehr, sehr viele türkische Spezialitäten. Und ja, natürlich Döner ist so eines der Hauptmerkmale, aber der macht auch richtig geile Pizza, ohne Scheiß. Ah, da haben wir besiegt, schön. Warum hat Zelda da auf dem Bild überhaupt ihre andere Kleidung an? Ich will, dass die Kleidung anhat, die ich hier anhabe.
wenn schon, dann richtig, ne? Gondolberg. Den gibt's bei Breath of the Wild? Der Gondolberg ist doch der aus Minish Cap, oder nicht? Glaube ich. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. 3, 5, ja, stark sind die nicht. Aber zum Leveln sind die gut. Schön, schön, schön. Und Urkunden wieder, ja? Ja, immer noch nicht.